So, hier ist er wieder, The Void Doctor, mit Let's Play Summon Knight 2. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich will das hier mal jetzt langsam beenden. Und, ich merke gerade, dass mein Dings da... jetzt geht das schon wieder auf Demo. Na, egal. Ich spule mal ein bisschen vor bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder... Okay, hier ist er wieder, The Void Doctor. Zurück bei einem Klassiker, mein Let's Play von Summon Knight 2. Ich habe zwar nur noch eine dunkle Ahnung, was wir hier machen müssen, uns hier durchwursteln, aber hey. Ach ja. Zumindest kann ich mich immer noch mit den Viechern hier rumschlagen und eins auf den Deckel kriegen. Aha, arg. Ah ja, genau. Das wird wahrscheinlich ein kurzer Ausflug hier. Gut, dass ich mich daran erinnert habe, wie man heilt. Gerade rechtzeitig. Jetzt muss ich nur noch... rechtzeitig mal daran mich daran erinnern, wie man blockt, dann wäre das auch nicht so. Ja, ja, Action-Spiele. Da muss man tatsächlich einen Reflex haben, der ein bisschen höher ist als der einer Wanderdüne. So, wir haben einen roten Shrimp bekommen. Und ich habe immer noch keinen blassen... Oh, warte mal, da oben geht's lang, genau. Vielleicht brauchen wir diese doofen Dinger gar nicht. Oder vielleicht brauchen wir sie doch. Okay. Okay. Wie war das nochmal? Ah ja, genau. Waffe wechseln zu Riesenaxt. Geht auch gleich viel besser. Oh nee, du bleibst weg. Du bleibst weg. Bleib weg, bleib weg. Riesenviech, hau ab. Und du stirbst jetzt erstmal ganz schnell. Gucken wir mal, ob das was bringt. Na gut, ich hätte treffen müssen. Treffen wäre wirklich eine gute Idee gewesen. Was haben wir denn noch hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Na, wenigstens macht die Axt hier Schaden. Okay, da habe ich mich geirrt. Ich dachte, ich müsste irgendwie an das Wasser hier rankommen. Aber stattdessen brauche ich ja nur das, genau. Hi! Und jetzt kann ich überall mehr speichern. Okay. Gebracht hat das wirklich nichts. Jetzt muss ich stattdessen eigentlich den besseren Weg hier raussuchen. Tada, genau. Wie finden wir den Weg hier durch? Ein Labyrinth voller Schrecken. Oh, gut. Die sind zumindest empfindlich gegen Schläge mit der Axt hier. Ja, ja. Deren Lebensenergie geht so weg wie nichts. Geht doch nichts über Axt, Leute. So, aus in die Fresse und wir haben nicht viel Zeit verloren. Jetzt sind wir schon bei der Level 26. Wir bekommen immer noch Erfahrungspunkte wie eine ganz große. Also gut, unsere Ritterin, Handwerksritterin, Ariel, das war ihr Name, oder? Das, ich weiß doch wenigstens noch ihren Namen, oder? Status. Genau, ach gut, wenigstens habe ich ihren Namen nicht vergessen. Ist immer noch auf der Suche nach komischen Dämonenschwertern und ähnlichen Kram, der viel zu blöd ist, um genau darüber nachzudenken. Aber wir wollen immer noch diesen Godzilla-Verschnitt daran hindern, plötzlich wieder aufzutauchen und Ärger zu machen. Genau. Und jetzt brauchen wir mal den Hammer hier. Ah ja, genau. Ein Schritt und schon angegriffen. Ach ja. Los, dann werden wir euch Erfahrungspunkte-Batterie mal wieder anzapfen hier. Hoffentlich bevor mir selbst die Lebenskraft ausgeht. Los, Ariel zeigt, dass du stärker bist als lila Schleim. Ja, genau. Gehen wir damit. Jetzt sacken wir erstmal das ganze Geld ein, also der lila Schleim und seine komischen Schneckenkameraden mit sich herumgetragen haben. Und oh, auf diese Weise kommt man hier nur raus. Und da ist noch so ein Schalter. Frage ist jetzt nur, wie kriegen wir da, kommen wir da unten hin? Naja, nicht nah genug dran, ne? Okay, gut. Hier ist jetzt unten weiter. Es wäre wirklich gut, wenn wir irgendwie diese ständigen Angriffe abschalten können. Jetzt kriegen wir noch so einen grünen Wicht in die Fresse. Aber der macht anscheinend nicht so viel Schaden. Also hauen wir mal einfach drauf, bis irgendwo... Ah, okay, das tat weh. Ah, gut. Weg mit euch. Muss ich gleich schon wieder heilen. Ja, yep, ja. Und wir kriegen noch mehr roten Shrimp. Können wir wahrscheinlich auch in irgendwelche Waffen einbauen oder so. Ah!
Jetzt geht's einen Schritt weiter. Oh. Und ihr geht mir auch auf den Geist langsam hier. Ah, Mann, stirbt, stirbt, stirbt. Und oh, ach ja. Da kann er doch zuhauen. Ah ja. Notiz an mich selbst. Hau zu, hau zu. Okay, jetzt habe ich für eine Sekunde total vergessen, dass ich wieder mit der L-Taste die Waffen wechseln kann. Mit dem Speer kann ich mir den Knilch nämlich vom Leib halten. Na, hau drauf. So. Gut. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ach nee, lass mich raten. Das ist das Ding war dafür da, dass man zurückfindet. Okay, jetzt gehen wir mal gucken, was das Gras zu bieten hat. Oh, ein Hummer hat sich hier versteckt. Und roter Schrimm. Ich wusste gar nicht, dass Schrimm und Hummer und Muscheln im Gras leben. Oder das sollen hier Algen sein. Und das wird manchmal überflutet. Ich bin sicher, ich habe hier schon mehr darüber nachgedacht, als ich programmiere. Ah, oh, komm, du blauer Monsterfrosch. Warte nur ab, bis ich deine Freunde flachgelegt habe. So, hier, was machst du jetzt? Bist du ganz alleine hier? Ja, ouch, verdammt, genau in dem Moment, wo er angriff, lass ich los. Ha, geblockt. Und dafür kriegst du jetzt Axt in die Fresse, Bobby Boy. Und wir kriegen hier immer ordentlich Erfahrungspunkte. Und ich kann weiter rennen nach links. Und eine Sackgasse, na, das hat sich ja gelohnt. Oh ja, wow, ey. Fast ein Drittel von einem Monster-Angriff. Und wir kriegen wieder haufenweise komisches Zeug. Suppe, Potions, Erz. Können wir hier mit irgendwas machen? Nee, muss ich auch mal ausprobieren hier. Okay, da haben wir hier aufgeräumt und können wieder zurück. Irgendwann finden wir schon mal den Weg hier raus. Oh nee, nicht hier schon wieder. Auch noch von hinten. Ich habe auch Besseres zu tun, als ständig euch mit... Aha! Sehe ich mich mit euch zu beschäftigen hier. Aha! Das ist der Nachteil einer Axt. Zusammen mit meinen langsamen Reflexen kann ich in 9 von 10 Fällen nicht rechtzeitig blocken. Ah. So, und du entscheide dich mal. Willst du angreifen oder dich nur verstecken? Oh, jetzt haut er ab. Aber zu spät. Axt ist stärker als Flucht. Axt ist stärker als Flucht? Was ist das für ein Blödsinn? Was fällt mir da ein? So, aber ich habe auch aus diesem blauen Viech jetzt Geld rausgeprügelt. Dann brauchen wir mal meinen Hämmerlein. Gut. Und natürlich werden wir gleich wieder aufgehalten hier. Und wieder dieselbe Kombination. Ah, hau ab. So, und du kriegst jetzt eine an die Fresse. Oh, nee, du bleibst hier. Und wenn ich dich nur oft genug mit der Axt haue, bist du erledigt, so. Ha, das lief doch wunderbar, warum kann es nicht immer so sein? Naja, ich muss nur darauf achten, dass meine Waffe nicht auflöst, wenn ich sie zu oft benutze. Oh Mann, ey, noch öfter können wir nicht angegriffen werden, oder was? Ich habe noch andere Dungeons zu erledigen. Vielen Dank. Autsch. Oh. Gut, beim nächsten Mal müssen wir mehr Agilität her, denn unsere super liebgewonnenen Super-Äxte hier sind auch verdammt super schwer. Ist ja toll, wenn man dank der Waffe fast unangreifbar ist. Aber dass man sich dadurch wie durch Molasse bewegt, ist wahrscheinlich weniger gut. Aber die Dinge sind billig. Können wir mal ein paar draufhauen, die sind billig. Und ich habe eine ganze Reihe von denen. Können wir die auch mal benutzen, ehe sie hier alles zupflastern. Mhm. Können wir auch mal ausprobieren, solange er gecharged ist. Und solange ich daran denke, den Befehl rechtzeitig einzusetzen, oder? Und das Support, genau. Wenn ich das nämlich nicht hier irgendwo hinlege, dann können wir es auch nicht benutzen. So, das ist für Notfallheilungen. Das ist für magische Heilungen. Griffe und um unsere Waffe zu schützen. Toll, das brauchen wir am dringendsten, das habe ich am wenigsten benutzt. Mann, bin ich schlau. Okay, dann versuchen wir jetzt mal Rosa und gucken, ob wir jetzt einen Weg frei haben. Ah ja. Ah ja, kommt mal her. Autsch.
beschütze ich mal meine Waffe gegen Verschleiß. Naja, spart den Schleifstein im Haus. So. Na, ich denke mal, dass man unter Satanisten nicht viel Respekt bekommt, wenn man sich einen Dämon beschwört, bloß weil man keinen Schleifstein kaufen will. Aber glücklicherweise funktioniert das hier eh komplett anders. Und mit den ganzen Beschwörungsviechern aus anderen Dimensionen und so, das wäre wahrscheinlich einem Satanisten viel zu kompliziert. Und hey, haben wir es endlich geschafft? Sind wir weiter? Erstmal werden wir von 3000 Monstern angegriffen. Oh ja, und sie nehmen uns wieder in die Zange. Muss ich erstmal... meine Waffe schützen und heilen. Heilen, 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 heilen. Und dann wieder die richtige Waffe in die Hand nehmen und drauf dreschen, dreschen, dreschen und dreschen. So. Tja, wenn die Viecher einen in die Zange nehmen, dann ist die Hälfte von dem Dreck schon wieder weg. Ja gut, 4, 5, 6 Treffer, 7 Treffer, 8 Treffer, 9 Treffer, 10 Treffer. Und da bin ich wieder. Und weiter geht's. Dann bin ich wieder, weiter geht's. Nachher stelle ich dann beim Schneiden fest, dass ich daraus ein Video gemacht habe. Oh, verdammt, ich werde wieder dazu gezwungen, aber dafür geht's weiter. Ha, wir sind endlich da. Wer bist du nochmal? Und warum hast du so einen Namen wie so ein gefährliches Neurotox? Ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Ja, ja. Das ist das, was wir suchen, ja? Ja, das muss die Dämonenklinge Mitsuri sein. Haben die Dinger jetzt auch noch Eigennamen? Habe ich da was verpasst, oder was... Oder war das schon immer so? Gazooks, du hast es gefunden, bevor ich es finden konnte. Byron? Byron, Byron... Oh, ja. Der Schriftsteller-Pirat oder was? Oder nee, Moment, ist das jetzt jemand anders? Verdammt, ich habe das Gefühl, ich muss mir die anderen Videos nochmal ansehen. Irgendwie habe ich was verpasst hier. Oh, diese Scham. Was? Was ist los mit dir? Und was trägst du da? Oh, ich habe das für diesen Kerl am... wo der mich unbedingt sexy haben wollte, angezogen. Nun, wie sehe ich aus? Fabulous, ne? Ach, der blaue Knilch am Anfang. Das war's. Ah ja, stimmt. Der wollte nur schöne Frauen durchlassen oder so ein Blödsinn. Ah, ich habe mich wie eine sexy Frau angezogen. Aber die Frau... das Viech war nicht mehr da. Also konnte ich ohne Probleme reingehen. Und ich bin sicher, es gab einen bestimmten Grund, warum du dich nicht umgezogen hast, ne? Du warst zu eilig drauf, wolltest keine Zeit verschwenden. Wo ist der eigentlich hingegangen? Ich wollte meine neuen sexy, sexy Skills testen. Och bitte, hör auf, ja, wir wollen dieses Spiel endlich beenden. Ja, eine Menge ist passiert. Diese komischen Fallen und Schalter, 20.000 Monster. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es vor Byron hierher schafft. Aber der schwerste Part ist noch gar nicht vorbei. Der schwerste Part? Wovon redest du? Um das Schwert zu kriegen, müsst ihr den Opalinenstein finden, der irgendwo tief in dieser Höhle ist. Wie wär's mit... Nee, nein, wir nehmen das Schwert und Schnauze. Und das wird das Siegel auf diesem Schwert brechen? Da war ein Siegel? Oh ja, natürlich muss da ein Siegel sein, warum auch nicht? Das ist korrekt. Aber da ist ein Monster in hier, mit einem riesigen Paar von Klauen. Das ist wirklich furchtbar. Natürlich, da muss ein Monster drin sein. Ah, ich mag diesen Platz auch nicht. Wow, ey. Wow. Genau das, was ich gedacht habe, Deiner. Aha, so, also wer immer diesen Stein kriegt, wird den Schatz kriegen. Jep, das haben wir schon festgelegt. Vielen Dank für die Wiederholung. Ha, aber ich bin noch nicht... Na gut, die Hülle stürzt zusammen. Und das ist schlecht? Hä? Helft mir hier mal aus. Genau. Wenn wir tatsächlich, genau, Load-Bearing Treasure für am Arsch, verdammt. Ich sag, wir ziehen das Ding raus und lassen einfach alles zusammenbrechen. Ich war in vielen alten Tempeln, die ähnliche Fallen hatten. Eine falsche Bewegung, wamm. Es zerquetscht zwischen Steinen. Und Archäologen kommen später und entdecken euch oder so ähnlich. Ja, diese Höhle ist wie mein Heim. Also, wenn sie zusammenbricht, werde ich in Schwierigkeiten sein. Ja, und?
Du wirst auch in Schwierigkeiten sein, wenn Megagodzilla sich befreit und alle auslöscht. Ah, ja. Ariel, du bist viel zu nett. Okay, dann holt den Stein. Ich denke, er ist irgendwo in so einer Art Tasche, die mit Seashells, was war das nochmal? Genau, das waren diese Dinger, sag mal, die Muscheln und sowas. Schalen, genau. Mit Schalen dekoriert worden. Aha, okay. Mit Muschelschalen dekoriert? Okay. Ja, ist das nicht seltsam? Lass mich raten, die Tasche gehört dir und der Stein auch und du willst das Schwert für dich haben und schnappst sie, sobald wir weg sind, richtig? Irgendwas ist merkwürdig hier. Ach nee. Na ja, ihr redet hier schön. Ich hol den Stein. Byron away! Genau, wenn eine Falle da ist, lass dich umbringen. Er will das Schwert wirklich. Oder er ist einfach nur ein bisschen bescheuert. Das soll, was da sonst steht, das übersetze ich nicht. Der Kerl ist einfach nur blöd, das sage ich jetzt einfach mal so. Ich ignoriere jetzt einfach, was das Spiel mir sagt. Also, aber wir müssen uns beeilen. Los. Können wir es nicht doch kriegen? Los, hey. Vielleicht mit dem Hammer? Ach, wir sind nicht erlaubt, es zu nehmen. Bitte, bringt mir einen Opalinstein. Komisch, jedes Mal, wenn wir aufgehört haben, mit ihr zu sprechen, ist diese komische Fischglocke weg, die sie als Helm trägt. Und natürlich sind auch 3 Billionen Monster hier. Okay, wir versuchen mal, eine Waffe zu beschützen und dann hauen wir den Viechern eins auf die Fresse. Hier, ich muss meine Wut an euch abreagieren. Und meine Wut ist schrecklich. Meine Wut ist schrecklich. Stirbt, sterbt. Und überhaupt, fliegende Tentakelviecher. Ist das jetzt Fantasy oder Science Fiction? Oder. Ah, je öfter ich getroffen werde, desto weniger Sinn mache ich. Ach, hau ab. Hör auf zu grinsen, blaues Viech. Wir kriegen wieder megamäßig viel Erfahrungspunkte. Und ich habe das Gefühl, dass wir die 11-12 Kämpfe bis Level 28 auch noch hinter uns bringen werden müssen. Und wir rennen noch tiefer in die Höhle. Das Level, das nicht enden wollte. Mal sehen. Und das wäre dann jetzt das zweite oder das dritte Schwert. Und 4 brauchen wir oder so. Sobald die alle tot sind, muss ich mal ganz in Ruhe neues Zeug zusammenschmieden. Das macht mir jetzt schon bald mehr Spaß, als hier rumzukloppen. Wenigstens sind in jedem Dungeon neue Monster. Neue Monster, die einen furchtbar aufregen, aber immerhin. Ach, hau ab. Und beim nächsten Mal Schmurschummel. Nimm Pfefferminzbonbon oder sowas. Na gut, jetzt wird unsere Schwester auch noch aufgemacht und sie kriegt einen neuen Zauber. Und es ist natürlich auch einer, dessen Namen leicht andeutet, dass wir ihn in einem Wasserdungeon wohl nicht benutzen können. Jedenfalls nicht ohne verdammt wenig Schaden anzurichten. Mann, wir haben bald genügend Hunger für unser eigenes Restaurant und wer zum Teufel? Passeur? Yes! Oh, schau dir an, wie du gerade verkleidet bist. Ich bin wirklich nicht überrascht, dass du es hierher geschafft hast. Na, wie sehe ich aus? Ich bin so ein sexy Babe. Ah, bitte, ey. Ey, das ist Ninas Body, Körper. Gib ihn zurück. Nein, diesem sexy neuen Körper kann ich Ryoga zu Diensten sein. Verdammt, warte, was meinst du damit? Das wollen wir gar nicht wissen. Hau ab. Haha, ich werde Ryoga verführen. Ich sagte, das wollen wir nicht wissen. Du bist sein Freund. Was meinst du? Könnte er mir widerstehen? Und wie habt ihr es bis hierher geschafft? Ich kann nicht glauben, dass du wie eine sexy Frau dich verhalten könntest, so wie ich. Das war kein Problem. Yep, genau, kein Problem. Ich bin sicher. Ich habe zwar vergessen, was da abgelaufen ist, aber ich bin sicher, es war kein Problem. Und hast du dir den Deal rausgefunden mit dem Schwert und dem Stein? Ich habe den Film gesehen, aber er war nicht besonders gut. So, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Dich auszulachen ist schwere Arbeit. Ich habe eine Mission und ich muss weg. Ich werde die Dämonenklinge finden und Ryogas Herz in einem Schlag kriegen. Ja, das ist mir völlig egal. Solange du kannst den Kerl haben, solange wir das Schwert kriegen. Hey, komm zurück, Körperklauer. Du kannst nicht so leicht abhauen. Genau. Das kannst du nicht, wir kommen hinterher. Und sie ist abgehauen. Naja, warum wundert mich das nicht, ne? Wir haben noch 300 Billionen Schalter zu betätigen, 50 Trillionen Monster umzubringen. Und wo führt der Weg hier jetzt hin? Ah, wenigstens keiner von hinten.
So, ich habe nur noch ein Wappenschild, also lasse ich mir das mal. Für den Fall, dass wir wieder gegen Grinseknilch antreten müssen, der 3 Billionen Treffer braucht. Ah, komm mal her. Ah. Hier, Fresse. Was sag ich mit den Leuten los? Ah, Gott. Endlich habe ich es mal geschafft, erfolgreich zu blocken. Oh, bin ich nicht gut? Ego-Stroke. So. So, jetzt höre ich mal auf, mich zu blamieren. Oh, Schatztruhe. Hammer drauf und... Yay, jetzt können wir ein neues Schwert machen. Was haben wir hier? Hey, sammel das Ding auf und hau nicht in den Sand. Ah, noch einer von diesen komischen Dingern. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir diesen anderen Weg finden. Du. Stirb, stirb und stirb und stirb und stirb und stirb. Ich sehe schon. Langsam gehen... Gut, ein Zauber habe ich noch. Dann müssen wir wieder zu Gegenständen greifen. Oh, wie ich das hasse. Aber die Gegenstände sind in dem Spiel so schweineteuer, dass Magie fast die bessere Wahl ist, die meiste Zeit über. Ich hoffe, das bereuen wir nicht beim nächsten Boss. Ich hoffe, der kommt nicht hinterher als eine totale Überraschung. Dann kann ich nämlich vorher noch speichern. Und falls es zur Blamage kommt, müsst ihr mir dann nicht zusehen, wie ich all den Scheiß hier nochmal mache. Gut, jetzt haben wir... Oh, Ariel hat inzwischen genügend Zeug zusammengebastelt und Monster verprügelt, dass er als berühmt gilt. Famous. Ja, nee, noch keine Zeit für Hardboiled Eggs. Wir gucken mal. Ah, oh, neues Zeug zum Zerdeppern. Das ist doch mal schön. Ah, oh, und noch mehr Erz. Gucken wir mal, was wir alle aus dem ganzen Zeug basteln können. Oh ja. Und Suppe. Und noch mehr Erz. Und noch mehr Mutantenmonster. Oh ja, klar, wieder von zwei Seiten hier. Diesmal bin ich nicht so dumm zu warten, bis die Viecher ankommen hier. Und wechsle gleich hierzu. Oh, hau ab. Autsch. Ja, genau. Wäre mal vielleicht schlauer, ab und zu blocken. Hier, bleibt weg, Mann. Ha. Wenigstens habe ich diesmal rechtzeitig die passende Waffe rausgekramt. Jetzt muss ich mal aufpassen, wo ist... Oh, noch eine Schatztruhe, gut. Oh, das hat sich ja irgendwie gar nicht gelohnt. Okay, diesmal war... Haut er jetzt ab? Das wäre nämlich praktisch. Autsch! Ah. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ah! Ah. Wenigstens gegen das Wasserzeug können wir uns absichern. Autsch! Ah ja, das sieht schon mal übel aus. Und er ist natürlich abgehauen. Also gut, wenn der Kerl lohnt sich nicht. Er bringt so wenig Erfahrungspunkte und so weiter. Dann ist es besser, wenn ich beim nächsten Mal abhaue, bevor er mich erwischt. Und natürlich, jetzt kommen die Viecher hier, die super viel Gesundheit haben, aber irgendwie nicht viel drauf. Ja, genau, take this. Upp. So, jetzt haben wir noch wieder langsam ein bisschen Übung rein. Autsch! Ja, vorausgesetzt. Wir vergessen nicht plötzlich, welchen Knopf man zum Abwehren benutzt. Genau. Ist eigentlich ganz simpel. Sobald er es versucht, nach unten zu gehen. Oh, er ist schon längst tot. Block. Ah, ja. Ah, was ist hier links? Sackgasse. Toll. Okay, jetzt dürfen wir mal die Schalter benutzen oder nach oben gehen. Ach, ich gucke erstmal, was links ist. Naja, gut. Ein Ei. Als Ausnahme. Als riesengroße Ausnahme. Und jetzt hauen wir hier nochmal drauf. Und lass mich raten. Der Knopf ist eigentlich nur jetzt wieder einer dieser erlaubt uns zu fliehen Dinger. Damit wir den Rückweg schaffen.